Jetzt sind wir so weit, dass wir gelandet sind. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Rover, der die Wettbewerbsaufgaben dann abfährt. Die sind, kurz gesprochen, 500 Meter fahren, wobei es jetzt egal ist, ob das eine gerade Linie ist oder ob die Zickzack ist. Wir dürfen nicht im Kreis fahren, das wäre dann ein bisschen sinnlos. Es muss ein Mooncast produziert werden. Das sind also erstmal Fotos vom Landen, also vom gelandeten Lander, vom Rover, der dann sozusagen startbereit ist. Und die gesamte Fahrt des Rovers wird dann aufgezeichnet. Das sind die 500 Meter mal als Bild. Ja, und jedes Team hat da natürlich so seine unterschiedlichen Konzepte. Das ist hier mal eine schnelle Collage von verschiedenen Mitstreitern. Wir haben natürlich auch unser eigenes Rover-Konzept. Und da übergebe ich dann mal an Martin. Hallo. Ja, ich werde euch mal kurz unser Konzept des Rovers vorstellen. Das war unsere erste Zeichnung, unsere erste Idee. Also hier sieht man den Rover von der Seite. Von der Aufsicht. Es gibt praktisch eine Kernmodul, eine Tonne, in der alles untergebracht ist. Das Fahrzeug hat zwei Räder und ein ausfahrbares Solarpanel, was auf so einem Trägerkonstrukt sitzt. So ist das dann, wurde das dann ein wenig verfeinert. Wir haben dann auch mal die ersten Maße festgelegt. Also wir haben jetzt erstmal einen Radstand von 60 cm gewählt. Später wird das vielleicht auch noch verkleinert oder vergrößert, je nachdem, was wir da auch mitnehmen können. Das war unser erster Prototyp für die Räder, in dem Fall aus Lego Mindstorm. Unser Konzept ist, dass die Räder sich verformen können, da komme ich später noch zu. Und sozusagen durch die Verstellung der Speichen kann ich verschiedene Formen annehmen. Hier ist nochmal wie mit der Achse, also beide Seiten. Das haben wir dann allerdings aufgeben müssen, weil diese Lego-Motoren nicht stark genug waren, um diese Verformung durchzuführen. So, hier ist mal eine Animation, wie wir uns das ungefähr vorstellen. Also er stößt jetzt auf ein Hindernis und könnte dann zum Beispiel auch springen. Durch plötzliche Entladung oder durch Abstoßen kann er dann Hindernisse überwinden und zum Schluss zum Beispiel auch eine Ebene runterrutschen oder so. Das sind mal so Extremzustände von diesem Rad, die das dann so annehmen kann. Hier sieht man auch schon, dass die Speichenanordnung, also wir entwickeln das ja ständig weiter, die Speichenanordnung hat sich jetzt hier schon wieder leicht verändert, die sind jetzt so über Kreuz und das sind so typische Formen, die man dann annehmen kann. Hier ist es auch nochmal in der Animation. Geht gleich los. Also ungefähr so, ne? Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. So, hier ist nochmal eine andere Variante der Speichen. Da haben wir dann zwei Motoren hintereinander und jeweils an einem Motorblock praktisch einen Flansch, wo die Speiche durchgezogen wird. Also die Speiche wird verstellt natürlich, entweder durch einen Linearmotor oder durch eine Zahnstange oder sowas. Da sind noch verschiedene Möglichkeiten offen. Hier ist nochmal eine Variante zu dem, wegen dem Schlauch. Ihr habt ja gesehen, bisher haben wir das mit so einem Schlauch gemacht. Der würde sich ja extrem dehnen und zusammenziehen. Und hier sind jetzt so Konzepte, wie man es machen könnte, dass wie dieser Schlauch praktisch, dass es sich aus anderen Teilen zusammensetzt. Also entweder diese Überkreuzung, die ihr gerade gesehen habt, oder hier ist das mit so einer, wie bei der Armbanduhr, Glieder, genau, ups. Gelenkteilen. So, na, geht gleich los. Und das könnte dann aus Metallgliedern oder ein ähnliches Verfahren sein. So, jetzt kommen wir mal zu diesem Kernstück von dem Rover. Das ist diese Tonne, von der ich erzählt habe. Das ist dieser
Ausleger, auf dem die Solarfolie sitzt. Das kann natürlich alles eingefahren werden, damit er sich auch überschlagen kann oder auch kompakt dann für den Transport sich vorwärts bewegen kann. Also das wird nur ausgefahren, wenn er irgendwie ein Standbein braucht, ein drittes, oder die Solarfolie praktisch aufgetankt werden muss. Hier sieht man das jetzt nochmal, wie die Solarfolie sich ein- und ausfährt. So, dann haben wir den Rover fräsen lassen in Maßstab 1:4. Hier sind die ausgeplotteten Teile, das haben wir so mit einem 3D-Plotter gemacht. Hier sieht man die dann auch nochmal und im Hintergrund ist unser Chart-Flowplan, wie wir jetzt die einzelnen Bausteine zusammensetzen und dann auch ansteuern wollen.